Heinz-Christian Strache stolpert zunächst über den Ibiza-Videoskandal, danach die Parteispesenaffäre. Jetzt ist er Teil der Causa Casinos Austria und einem möglichen Deal, den es damals zwischen der FPÖ und Novomatic für die Bestellung von Peter Sidlow zum Finanzvorstand gegeben hat. Der Partei, der reicht es mittlerweile aber nicht nur deshalb, sondern weil Heinz-Christian Strache, der ehemalige Parteichef, immer wieder querschießt. So hat er gerade erst kürzlich auf Facebook bekannt gegeben, er würde seine Rückkehr als Wien-Parteichef für die FPÖ anbieten und er würde doch gerne die Basis dafür abstimmen lassen. Das möchte sich die Obrigkeit der Partei, allen voran Parteichef Norbert Hofer und Clubchef Herbert Kickl, nicht länger bieten lassen. Der Tenor insgesamt: ein Ausschluss des bisher suspendierten Heinz-Christian Strache sei mittlerweile beinahe unumgänglich. Rückenwind gibt es für diesen Schritt aus fast allen Bundesländern, von Vorarlberg über Tirol, Salzburg, Oberösterreich sowieso und auch Kärnten bis hin zu Teilen, zumindest der Wiener FPÖ. Einzig das Burgenland unter Schürz sagt, man müsste oder könnte eigentlich fast noch ein Jahr warten, die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abwarten und dann über einen möglichen Ausschluss debattieren oder beraten. Jetzt jedenfalls, und das ist das Brisante daran, tagt am Mittwoch dann doch ein Wiener parteiinternes Schiedsgericht, denn die Wiener FPÖ ist schließlich dafür verantwortlich, ob Strache ausgeschlossen werden kann oder nicht oder soll oder nicht. Und dieses parteiinterne Schiedsgericht, das beginnt zunächst schon einmal mit einer kleinen Farce, denn ausgerechnet der Mann, um den es bei der Causa Casinos geht, nämlich Peter Sidlow, hätte diesem parteiinternen Schiedsgericht vorsitzen sollen. Der jedenfalls hat quasi abgewunken, hat sich als befangen erklärt und nun hat den Vorsitz Friedrich Stephan über. Das ist der Vater von Justizsprecher Harald Stephan. Und Friedrich Stephan, ein Notar, der hat wiederum sein Büro hier in der Rotenturmstraße hinter mir über dem berühmten Hardrock-Café. Und weil wir immer und überall sind, haben wir natürlich versucht, Nachschau zu halten, ob dieses Schiedsgericht möglicherweise hier in der Rotenturmstraße tagt. Herausgefunden haben wir leider nichts. Auf unser Läuten hin hat uns niemand aufgemacht und hereingebeten. Jedenfalls, und das hat aber Dominik Nepp, der Wiener Vizebürgermeister und Wien-FPÖ-Chef, bereits im OE24-TV-Interview beraten. Je nachdem, wie schnell dieses Gremium zu einem Entschluss kommt, so soll es dann natürlich auch umgehend der Öffentlichkeit verraten werden. Das könnte vielleicht sogar noch am Mittwochabend der Fall sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach aber dürfte es wohl dann am Donnerstagvormittag eine Pressekonferenz mit Dominik Nepp, dem Wien-FPÖ-Chef auf der einen, und Norbert Hofer, dem Bundes-FPÖ-Chef auf der anderen Seite geben. Und spätestens dann dürften wir wohl wissen, ob Heinz-Christian Strache aus der Partei ausgeschlossen wurde oder nicht.